Nuggets erstmals NBA-Champion. Die Denver Nuggets haben sich vergangene Nacht gegen die Miami Heat durchgesetzt und mit einem 4:1 die NBA Finals 2023 für sich entschieden. Das Team krönt sich damit erstmals in seiner Geschichte zum Champion. Überragender Akteur war einmal mehr Nikola Jokic. Der Serbe wurde im Anschluss einstimmig zum MVP gewählt. Als erstem Spieler überhaupt gelang es dem 41. Pick aus dem Jahr 2014, sowohl bei Punkten, Rebounds und Assists in den Playoffs den Spitzenwert zu stellen. Im Netz gingen Bilder und Videos der wilden Nuggets-Party nach dem Spiel viral. Miami zeigte sich indes als fairer Verlierer und gratulierte Denver zum größten Erfolg seiner Basketballgeschichte. Van Vliet wird Free Agent. Fred Van Vliet wird seinen Vertrag bei den Toronto Raptors nicht verlängern. Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. So habe sich der 29-Jährige gegen seine Spieleroption von einem Jahr zu knapp 23 Millionen Dollar entschieden. Van Vliet gilt damit als heißester Free Agent auf dem Markt. Bereits zur Trade Deadline war der Guard enorm begehrt. In der vergangenen Spielzeit kam er auf 69 Partien bei 19,3 Punkten und 7,3 Assists im Schnitt. Lakers wollen Schröder halten. Der Vertrag von Dennis Schröder bei den Los Angeles Lakers läuft aus. Doch wie The Athletic berichtet, ist die Organisation bestrebt, den deutschen Superstar im Team zu halten. Da Schröder zuletzt mit Minimalvertrag auflief, könnten ihm die Lakers allerdings nur eine Verlängerung für knapp 4 Millionen Dollar anbieten. Sollte sich der 29-Jährige nicht mit der Franchise einigen können, würde er im Sommer als Free Agent auf den Markt kommen. Schröder blickt auf eine erfolgreiche Spielzeit in LA zurück, bei der er viele Fans und Experten überzeugen konnte. Auch er selbst zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Saison. Der Fokus des Deutschen liegt nun aber vor allem auch auf der anstehenden Weltmeisterschaft mit dem DBB. Hierfür gab Bundestrainer Gordon Herbert gestern das vorläufige Aufgebot für die Turniervorbereitung bekannt. Aus der NBA sind neben Schröder auch Franz und Moritz Wagner sowie Maxi Kleber und Daniel Theiss im Kader. Indes entschied sich Austin Reeves, der für Deutschland spielberechtigt gewesen wäre, jüngst für die Nationalmannschaft der USA. In den letzten Monaten soll es sowohl von Spielern als auch Offiziellen des Deutschen Basketballbundes mehrere Versuche gegeben haben, Reeves für das deutsche Team zu begeistern. Die finale Zusage erteilte der 25-Jährige am Ende jedoch Steve Kerr und Grant Hill vom US-amerikanischen Basketballverband.